Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Mirage. So, wir wollen Nurs Kontaktperson finden und Roshan scheint noch mehr Informationen für uns zu haben. Gibt es noch irgendetwas, das du mir über Shari erzählen kannst? Warum sollte sich Nur dafür interessieren? Die Menschen dort sind stumme Unterstützer der Aufständischen. Einfache Leute. Arbeiter. Händler. Wie ich. Wenn ich so darüber nachdenke, Nur erwähnte tatsächlich einen neuen Kontakt. Einen Händler. Vielleicht wohnt er in Shari, bei den Lederfärbern der Manufaktur. Ich werde nach einem Stand Ausschau halten. Alles klar. So, suche Nurs Kontaktperson in der Färbermanufaktur auf. Färbermanufaktur ist uns auch gekennzeichnet. Oh. Das ist ja... Ja, hier machen wir die Tür einfach auf. So, dann können wir wie ganz gewöhnliche Leute, wie das ganz normale Volk hier durch die Tür reingehen. Dezent ist Trumpf, ne? Ich mag ja dezent. Unauffällig. Das ist wichtig. So. Wir müssen auf jeden Fall nach da hinten. Oder ist das die andere Flussseite? So, wenn wir schon mal ein bisschen unterwegs sind, können wir ja gucken, was wir uns hier ausleihen können. Gesundheit ist voll. So, hat keiner mitgekriegt. Ganz unauffällig, ganz natürlich stehen wir auf der Ware der Leute. Und bedienen uns an den Körben. ...66 Meter. Oh, shit. Wo war das Essen? Ja, egal, ich kaufe mir später was. Ich habe gerade ein bisschen Geld gefunden. Ein Medaillon. Ein Jade-Medaillon. Vorsicht! Achtung, Entschuldigung. Achtung, ich muss da mal durch... Ich wollte mich einmal entschuldigen für mein Verhalten eben gerade. So. Da haben wir unser Pferdchen. 44 Meter nach hier. In der Menge untertauchen. Verbirg dich in der Masse. Nähere dich einer Gruppe von drei oder mehr. Bänke benutzen. Bleibe unentdeckt, indem du dich auf Bänke setzt. So kannst du auch die Zeit vergehen lassen. Bist du in der Nähe? Dann K, um die Zeit vergehen zu lassen. Ah, dann kann ich den Tag-Nacht-Zyklus wechseln. Uno momento. Oh, wir sind hier bei Finde Beshi. Ja, wenn wir eh schon hier vorne sind, ne, dann können wir hier die... Dann machen wir erstmal den fertig. So, die Aufständischen. Finde Beshi. Er spricht ja schon. Hast du gerade gesprochen, Kumpel? Bist du Beshi? Entschuldigung, ich möchte mich hier echt nicht aufdrängen, aber... Hallo, seht ihr mich überhaupt? Aber ich habe ihn hier vorne gehört. Ist das hier Beshi? Etwas Musik, um den Geist zu besänftigen. Ah, nee. Kitmatun-Münzen. Bestich Musiker. Das ist ja toll. Finde Beshi. Einer von denen... Jawohl. Einer von denen müsste doch eigentlich Beshi sein, ne?
Mir wurde seine Stimme angezeigt, dass er hier gesprochen hat. Was haben die alle gegen mich? Okay. Unser guter Freund Beshi. Der muss ja hier irgendwo sein. Der hat eine dezent andere Farbe. Das könnte Beshi sein, der heißt. Bist du Beshi? Ich gehöre zu Nur. Du kanntest ihn, oder? Ich kannte ihn. Zuletzt sah ich, wie er aus der Stadt gejagt wurde. Lebt er? Gerade so, aber er ist in Sicherheit. Der sture Hund. Wie soll ich dich nennen? Basim. Nun denn, Basim. Hast du noch eine andere Klinge als dieses Buttermesser? Nee, ja, das ist nie genau neu. Du könntest durchaus etwas Größeres gebrauchen. Wofür? Willst du aufbrechen, Ali zu suchen? Noch nicht ganz. Das hier ist nur die Hälfte meiner Männer. Der Rest wird die Straße hoch im Hafen festgehalten. Wir könnten zu wenige sein, um einen Angriff zu wagen. Wenn du deine Männer retten willst, sollten wir mit Bedacht vorgehen. Ich gehe alleine, leise. Lass deine Männer hier warten und jene geleiten, die wir befreien. Ihr Verborgenen denkt alle gleich. Aber ihr denkt klug. Okay, befreie die Aufständischen. Ups. So. Okay, also die werden im Hafen festgehalten. Wir haben hier eine Wache. Markierung setzen. Einer war doch hier vorne gleich auf dem Dach, oder? Der mich hier angezählt hat. Da. Der gute Herr war das. Dann haben wir hier nochmal zwei. Da auf dem Turm ist nix. Hier haben wir einen Schlüssel und nochmal zwei Wachen. Ein auf dem Schiff. Nochmal zwei. Und hier vorne noch ein. Wird relativ gut bewacht hier alles, ne? Hier ist auch noch einer am Laufen. Warum darf ich hier nicht hin, aber er angelt? Ist das hier einer der Gefangenen? Zwei. Okay, ich würde sagen, wir gucken erstmal, dass wir hier ganz sneaky die Wachen ausschalten. Hier ist auch nochmal einer. Und hier. So, irgendwen übersehen? Hier auf dem Dach sehe ich jetzt keinen. Da ist noch einer. Und hier ist noch eine Truhe drin. Ne? Okay. So, der da ist auf jeden Fall alleine. Das heißt, wir schalten ihn zuerst aus. Das einzige Problem, was ich habe, ist, ich weiß nicht, wie weit die Leute gucken können. Ich sag mal, wenn ich ihn jetzt hier vorne weghole,
könnten das wieder andere sehen, ne? Hier haben wir auch noch einen drin, ne? Oh, den holen wir doch easy weg, oder? Bitte nicht umdrehen, bitte nicht umdrehen. Perfekt. Nun kannst du ruhen. So, was haben wir denn hier noch Feines? Oh, lecker, lecker, lecker. Das nicht nehmen hier? So. Ja, in welcher Reihenfolge? Reihenfolge ist das A und O. Also hier haben wir gleich drei auf dem Haufen. Zum Boot müssen wir noch rüber. Reicht ein Messer? Halt die Klappe! Nein. Verflucht! Was war das? Holla. Nein! Das war jetzt aber knapp. Okay, wir brauchen mehr als ein Wurfmesser für den Gegner. Ja, ich dachte gerade. Und möglicherweise, wenn er sich umdrehen würde, so wie jetzt. Hier liegen bleibt. Nein. Oh, Glut. Nein, nein, nein. Du hast nichts gesehen. Puh. Das wäre jetzt aber unschön gewesen. Okay, die beiden konnten nichts sehen. Meine Messer kann ich nicht aufheben, ne? Die sind weg. Ja, schön. Die habe ich doch glorreich investiert. Schade, schade. Aber das ist noch tiefer, ne? Ganz unten. Okay, da haben wir nur einen. Wo ist der andere hin? Ah, da hinten am Steg. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass wir erst ihn hier wegmachen, wenn er wieder weggeht. Und ihm folgen wir denn. Na, wenn wir ihn wegmachen, das würden die beiden da hinten wahrscheinlich sehen. So, es geht los. Oh, wie viel Zeit haben wir? Futter für die Fische.
Zumindest haben wir die Leiche direkt entsorgt. Oh, der alte Spitzentaucher. Taucher hier, der Hafenbeckentaucher. Okay, so. Als nächstes hier einmal rüber. Hier oben sieht mich ja keiner, ne? Hier haben wir zwei. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Gut. Shitte! Wer hat mich denn gesehen? Au! Geh zum Anleger. Finde Beshi. Aua! Was ist das für ein Huhn? Absolutes Killerhuhn. So, kommt hier noch einer? Nee, ne? Okay, die haben wir weg, aber wir sind tatsächlich gesehen worden. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet hier auf dem Schiff. Komme ich da rüber? Von oben, ne? Gepanzerte Gegner. Der Torso bestimmter Gegner ist durch eine Rüstung geschützt. Sie ist sowohl für Distanzwaffen als auch Nahkampfwaffen undurchdringbar. Hinter die Gegner gelangen. Oder über, ne? Okay, also, wenn wir ihn wegmachen würden, er wird es nicht sehen da hinten, der spielt am Handy, der hier vorne der, an der Mauer auch nicht. Guckt auch in eine andere Richtung. Ob da hinten, ob das einer sehen würde. Okay. Also wir haben auf jeden Fall schon mal einen Schlüssel. So. Okay, jetzt haben wir mal ein bisschen aufgeräumt hier. Okay, du sagst nichts, ne? Gut. So. Ja, nicht so schüchtern. Erste Schwimmstunde, du machst das schon. Ich bin ja da, wenn was ist. Das kann doch nicht. Ja gut, denn eben nicht. Oh. So, da hinten, die haben wir alle weg. Das käme er quasi als nächstes, dann haben wir den da noch, ne? Ich weiß gar nicht, kann man die hinter der Mauer ziehen? Nee, nicht direkt. Hat aber keiner mitgekriegt. So. Komm, mein Freund, du bist frei. Neue Befehle. Ich stieß auf Probleme bei der Beschaffung von Arbeitern aus dem Westen. Bis diese Angelegenheit geklärt ist, werden wir kaum genug Männer haben. Für den Moment sollen daher alle Rebellen, die ihr abfangen könnt, verschont und inhaftiert werden. Ich werde mich um sie kümmern. Die Fähigen unter ihnen werde ich einsetzen und mich ihrer später entledigen. Seid versichert, dass eure Entlohnung entsprechend höher ausfallen wird. Al Ghul.
Okay, also unsere Freunde von den Rebellen, die kommen auf jeden Fall schon mal nicht an den Pranger. Also sind auf jeden Fall nicht tot. Oder werden auf jeden Fall nicht getötet. Aber dafür werden sie versklavt und später erledigt. Weiß jetzt nicht, ob das wirklich besser ist. So. Ist er schon raus? Och, geht mal runter. Ja. Okay. Gehen wir mal weiter. Warte, er hat noch was. Irgendwas Anthrophorisches. Ja. Mei, oh mei. Das geht ja richtig durch hier. So, jetzt haben wir da noch drei. Den einen. Gut, die beiden hier bleiben die ganze Zeit schon auf einen Haufen, ne? Boah. Kriegen wir die einzeln weggelockt? Dass wir jetzt keinen Ärger machen, sondern mit Pfeifen würde denn nur einer kommen. Wurde irgendwer irgendwie gesehen? Nein, nein, hier ist nichts. Leg dich schlafen, mein Freund. Hier ist nichts passiert. So, jetzt haben wir noch die beiden. Kriegen wir den anderen auch noch weggelockt hier? Ja, siehst du deinen Kumpel? Ich häute dich, wenn ich dich finde. Ja, dann find mich besser nicht. Ja, und? Hey! Okay, die beiden haben wir weg. Jetzt ist der eine. Ich würde gern vorher noch mal gucken. Nicht, dass wir hier noch irgendwen übersehen haben. Okay, wir haben da haben wir die drei. Hier auf dem Dach. Hier ist keiner, ne? Und nicht unter der Plane irgendwo. Okay. Das heißt, wenn wir unauffällig... Wenn wir da... Er ruft mir die ganze Zeit um Hilfe. Ist das er da hinten? Hilfe! Mörder! Die Wachen! Okay, jetzt holen wir uns Sneaky Peaky die drei da noch weg. Angefangen mit dem hier oben. Ja, ich weiß nicht. Könnte der mich sehen? Eigentlich nicht, ne? Und? Ey, damit haben wir die komplette Belegschaft hier ausradiert. Wohin verschwinde ich? So, mein Freund. Das war der Letzte. Du bist frei. Zurück zu den anderen.
Ey, das war ja richtig... Ja gut, auf dem Schiff wurden wir leider einmal gesehen. Aber sonst war das doch ziemlich sneaky, oder? Jetzt müssen wir uns mit Beshi treffen. Hier, da oben ist noch eine Kiste drin. Ja, spring! Guter Junge. Ist die oben drauf? Na, einmal nach oben schauen. Oberer Hafen? Nee, hier ist. Okay. Also doch hier? Ach so! Haha! Oh. Oha. Eine, aber hier waren zwei, ne? Wurfmesser. Oh, nice. Wenn ich davon 35 Stück habe, kann ich sogar einen Gegner töten. So, moin Kollege. Basim, du tollkühner Hund. Ja, ich weiß, war nicht schlecht, ne? Zusammen werden wir das Leid dieser Stadt beenden. Hast du gesehen, wie ich auf den einen raufgesprungen bin und dann so mit meiner versteckten Klinge so... Aber den man nie sieht. Was weißt du über ihn zu sagen? Er lässt Pfande des Kalifats in der Wüste graben. Gefangene, Aufständische, Arbeiter. Wonach er sucht, vermag ich nicht zu sagen. Diese Männer wurden vor Wochen mit Ali gefangen genommen. Öl. Dazu bestimmt, es ist im Sand zu sterben. Ali nicht. Er kam woanders hin. Sie haben uns markiert und getrennt. Er war in einer anderen Gruppe. Sie wollten ihn befragen. Über dich. Und deine Freunde. Wieso über mich? Kannst du mir seine Markierung zeigen? Ey, dann bist du noch im Trainingslager und schon bekannt Ali wie Butterhund, ne? Kamen Al-Ghul nah genug, dass er es bemerkte. Wenn wir Ali finden, kann er uns zu Al-Ghul führen. Das ist ein Weg. Es könnte einen anderen geben. Ich gehe dorthin, wo diese Männer graben sollten und gebe mich als Gefangener aus. Bist du wahnsinnig? Nein, nur stur. Hier, nimm das. Was fange ich damit an? Das ist eine Chitmatun-Münze. Jene, die ihren Wert verstehen, werden alles in ihrer Macht tun, um zu helfen. Chitmatun. Diese Männer werden sich bei der Wassermühle am nördlichen Stadtrand sammeln. Ein Stützpunkt der Rebellen. Chitmatun-Münze. Du bist dort willkommen. Allah schenke dir Erfolg. Möge Allah dich segnen. Meine Suche nach Ali geht weiter. In Shari könnte ich Hinweise zu seinem Verbleib finden. Gefallen. Bagdad beherbergt viele verschiedene Fraktionen. Drei von ihnen, aufständische Gelehrte und Händler, bieten Basim im Tausch gegen Chitmatun-Münzen Dienstleistung an. Es gibt drei Arten von Chitmatun-Münzen, die jeweils zu einer bestimmten Fraktion gehören. Verdiene sie dir, indem du Bewohnern Bagdads mittels Aufträgen hilfst oder sie Passanten aus der Tasche ziehst. Mit Handelsmünzen können Münztruhen geöffnet oder Händlergruppen bezahlt werden, die es dir ermöglichen, unterzutauchen und Sperrgebiete zu betreten. Gibst du sie einzelnen Händlern, bieten sie Basim besondere Rabatte in ihren Läden an. Leermünzen können Musiker bestochen werden, Kartenmacher, Machtmünzen können Söldner bezahlt werden oder ein Munadi bestochen. Okay. Schmiergeld. Kann mir mal einer sagen, wieso meine Leiste unten rechts so hoch ist? Da müssen wir erstmal was gegen tun, ne?
So, wir könnten jemanden bestechen. Oder wir gucken mal, ob hier irgendwelche wunderschön gemalten Porträts hängen. Oh, oh. Vorsicht. Dienstleistung Schmiede. Schmieden lassen dich deine Waffen verbessern, wenn du genügend Materialien hast. Jede Waffe kann zweimal verbessert werden. Schneider bieten einen ähnlichen Dienst für Monturen an. Verbesserung kosten Ressourcen, Stahlbarren und Leder, findest du beim Erkunden der Welt. Beim Öffnen von Truhen und durch den Abschluss gewisser Aktivitäten. Du brauchst auch bestimmte Verbesserungspläne, um Waffen oder Monturen zu verbessern. Diese sind selten und du findest sie meist in gut bewachten Truhen. Waffen zu verbessern erhöht ihre Werte, Monturen zu verbessern wertet ihre Vorteile auf. Okay, erstmal hätte ich jetzt... Bist du doof? Halt doch mal einen Sabbel. Bin auf der Flucht, Bruder. Das war ein Versehen. Ich war das gar nicht. Der sah mir nur ähnlich. Okay. Irgendwo ein Plakat von mir. Rein zufällig. Okay, ihr wisst auf jeden Fall nichts von mir. Das heißt, hier scheint nichts zu hängen. Wo sind denn diese ganzen Plakate? Die sind aber gut versteckt. Halt doch einen Sabbel. Aber der muss doch hier ein Plakat irgendwo sein, oder? Nee, eigentlich nicht so. Bin sehr selbstbewusst unterwegs heute. Könntet ihr mal weggucken? Du wagst es, dich unter uns zu zeigen? Schande über dich! Es tut mir leid, ich bin eigentlich ein gesetzeskonformer Bürger. Nimm diesen Mann fest! Hey! Und die Schotter! Dieser Mann ist ein Sieg! Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich bin ganz gesetzeskonform unterwegs. Ich bin eine ganz ehrliche Seele. Das gibt's doch nicht. Ja, aber ich will jetzt hier keinen Händler bestechen. Aber wo hängen denn... Wie sehen denn diese Plakate aus? Wo? Wo? Ja? Warum? Zweimal wurde ich nun schon beraubt. Und beide Male fanden sie niemanden. Das gibt's ja gar nicht. Erzähl mir mehr von deinem Leid, mein Freund. Ich bin für dich da. Jemand sollte etwas unternehmen. Das gibt's doch gar nicht. Der Esel. Was? Das gibt's ja wohl nicht, ja? Der gute Mann wurde beraubt. Also, ihr müsst gut aufpassen, Leute. Da hinten wurde eben ein Mensch beraubt. Ein Mann. Man hat ihn einfach seine Geldbörse genommen. Okay, da haben wir noch ein paar Wachen. Gehen wir hier lang. Entschuldigung, darf ich mal? Vorsicht! Okay, also so leicht goldenen Schimmer haben die Plakate. Aber die muss man auch erstmal sehen, ne? Wo ist meine Anonymität?
Ich war noch nie in der Zelle. Ein bisschen ganz normaler, gesetzeskonformer Bürger und überall wirst du verurteilt. Dabei hast du überhaupt nichts Schlimmes gemacht. Ich war echt ein, zwei Tote. Ja, aber es war ein Unfall. Hier gibt's scheinbar kein Plakat. Ich müsste halt schon ein bisschen... Hey, das ist doch dein Gesicht auf den Aushängen. Was? Ich glaube nicht, dass der mit mir geredet hat. Ach, ich dachte, ich kann an das Netz springen. Das war aber doof. Jetzt... Hallo! Oh nein, ich hänge fest. Ja, ja, bin mir ziemlich sicher, dass du das machst. Entschuldigung, darf ich mal? Ja! Ein bisschen Anonymität würde mir schon gut stehen. Aber hier muss doch auch irgendwo ein Plakat sein. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich aktuell eigentlich hin muss. Ich habe gerade keine Mission, ne? Okay, dann gehen wir ein bisschen durch Bagdad Straßen, machen uns mal ein bisschen anonym. Oh. Nein! So, irgendwer ein Plakat gesehen? Mit einem gut aussehenden Typen drauf. Da. Am besten bleibe ich im Schatten. Au. Ja gut, Essen können wir überall holen. Erstmal hauen wir ab hier. Oh, ich komme hier gar nicht hoch. Was schmeißen die denn auf mich? Oh nein. So, ich hoffe mal, mein Fahndungslevel steigt nicht. Letztendlich habe ich ja nichts Unrechtmäßiges getan. Das war reine Selbstverteidigung. So. Wovor haben die alle Angst? Ja, das werde ich tun. Ah, endlich. Das war das dritte. So, jetzt da wir wieder gesetzeskonform unterwegs sind, als lieber anständiger Bürger, können wir ja mal gucken, was wir noch für eine Mission haben. Dienstleistungen am besten. Füllst du deine Verbrauchsgegenstände bei Händlern auf gegen Darahim? Kannst du Hilfsmittel oder Elixiere kaufen? Suche am besten den nächsten Händler auf, wenn dir eins von beiden ausgeht. Ja. Wir werden hier bestimmt noch Essen finden. Ja. So. Dem sind wir jetzt mal entflohen. Nächste Fragezeichen. Ich würde trotzdem gern das hier erst fertig machen. So, ich weiß auch gar nicht, ob wir schon Waffen aufwerten können. Bräuchten vielleicht auch mal ein paar Truhen, damit wir letztendlich unsere Sachen aufwerten können. Elixiere kaufen, brauchen wir Geld.
gut, Geld sammeln wir ja schon ein bisschen. Aber Stahlbarren, Leder. Ups, falsche Taste. Brauchen wir Verbesserungspläne auf jeden Fall. Und da müssen wir mal gucken, was wir so kaufen können. Keine Truhe, aber... Essen. So, herzlichen Dank. Also die Leute in Bagdad sind so freundlich. Wenn du wirklich hungernd und bettelnd gekrümmt durch die Straßen gehst, ne, dann kriegst du immer was zu essen. So. Ich kann eigentlich auch mal aufstehen. So, haben wir denn irgendeinen Händler oder irgendwas in der Nähe? Wo sind wir denn gerade? Hier vorne. Munadi. Schneider für Kleidung. Händler und Schmiede hätten wir hier vorne. Wäre das nächste der Schneider? Ach, da können wir dann ja hingucken. So, haben wir denn jetzt endlich mal hier irgendeine Kiste oder sowas? Wir kriegen ja hier gar nichts. Da ist man aber, nicht sehr zuvorkommend hier mit uns, ne? Auftragsmörder und immer noch pleite. Ratten. So, wieso ist mein Wegpunkt weg? Okay, also nahm Kontakt zum Händler auf und ist in Shari unterwegs. Ja, das strengt an, ne? Geschirrspüler kaputt war. Färbermanufaktur. Okay, da sind wir ja schon mal teilweise richtig. Darf ich hier? Ich darf hier auf jeden Fall sein. So, woran erkenne ich denn jetzt die Kontaktpersonen? Was ist das? Okay, hier komme ich nicht rein. Hier ist verriegelt. Was? Okay, durch die Luke auch nicht. Also auf jeden Fall hier drin. Mensch, was schreit er denn so? Da muss er mal besser auf seine Wertsachen aufpassen. Das ist eine harte Welt hier draußen. Er hat immer einen Münzbeutel gehabt. Ich habe ja nicht mal einen. Hier ein Fenster. Was ist denn diese rote Vase? Ey, das sieht aus wie ich. Ey, Bruder. Könnte ein Verbündeter sein. Nee, hier haben wir das Gerüst. Ich... Durch das Tuch? Nee. Scheint nicht so.
Okay. So nicht. Okay, da passe ich auch nicht rein, leider. Ein bisschen zu groß. Ich würde gern wissen, was diese rote Vase zu bedeuten hat. Oder muss ich die irgendwie zerstören, um an die Truhe zu kommen? Aber ich komme da jetzt nicht rein. Oh, das ist bestimmt total gesund hier, ne? Ja, man hört's. Absolut gesund. Schön die Chemikalie mit dem Stock umrühren. Komme ich hier vorne rein? Hier ist das Fenster so ein bisschen... Ah, Mensch. Was willst du denn da drüben? Geh da hin. So. Einmal hoch. Noch ein klein und... So. Oh, ich fange schon wieder an zu fettfingern. Okay, so kriege ich das auch nicht auf. Die Luke sieht auch anders aus. Oder schalte ich das ja später frei hier? Hier sind wir auf der anderen Seite vom Wasser. Zeige mir alles. Okay, ich bin jetzt da hingesprungen. Hier hätten wir auch noch eine Kiste. Hier ist aber auch noch zu. In die beiden Häuser komme ich nicht rein. Hier hätten wir nochmal die Kiste. Gut, auf jeden Fall in dem Haus drinne. Aber hier war auch eine Kiste, ne? Oh, oh, kleinen Moment. Kleine Almosen und eine Truhe. Immerhin. Nur so ein Versteck, aber sonst... Ja, ich habe jetzt gehofft, vielleicht so ein Keller oder sowas, dass hier irgendwie... dass man da noch hätte runtergekonnt und unterirdisch in die Gebäude rein. So. Tür öffnen. Einen Augenblick. Darwish. Ah, den kennen wir doch. Asim. Sisi, ich dachte, du wärst tot. Ich dachte auch, du wärst das tot. Das dachte ich von dir auch. Was machst du hier? Arbeiten und du so? Deine Kleidung. Du bist nun einer von ihnen? Wie das? Ich bin ein Verborgener unter Roshans Führung. Musst nur dafür sorgen, dass der Kalifat stirbt. Verzeih mir. Ich war es nicht selber, aber das habe ich niemandem gesagt. Als ich dich unter den Toten nicht fand, hoffte ich, dass du irgendwie entkommen wirst. Ich habe nächtelang für dein Überleben gebetet, dass du in Sicherheit bist. Heute zeigt mir Allah, dass er mich erhört hat. Ich bin deiner Gebete nicht würdig. Was in jener Nacht geschah, war nicht dein Werk, sondern das böser Männer. Das weißt du. Deswegen hast du dich entschieden, diesen Weg zu beschreiten. Deswegen bin ich nun in Bagdad. Ali ibn Muhammad ist ungestüm und sieht sich selbst als der Mahdi. Ich verachte den Mann. Ich auch. Aber wir kämpfen gegen denselben Feind. Einen, bei dessen Niedergang ich helfen muss, wenn meine Seele je ruhen soll. Es ist also wahr. Du bist der Rebellenhändler, der Nur geholfen hat. Wie ist es ihm ergangen? Sein Leben hängt in der Schwebe. Aber er ist bei meinen Leuten sicher. Ich
setze seine Arbeit fort und jage die Unterdrücker Bagdads. Ali half Nur dabei, sich einem solchen Mann zu nähern. Aber wie du vielleicht weißt, ist er seitdem verschwunden. Er ist nicht verschwunden. Er wurde gefangen. Ein Schicksal, das er gerade mit vielen Aufständischen teilt. Weißt du, wo er festgehalten wird? Er wurde zur Wache von Beb Khorasan gebracht. Aber das ist schon Wochen her. Beb Khorasan. Du beherrschst schon ihre Abgänge. Es war schön, dich wiederzusehen. Pass auf dich auf. Du magst jetzt in besseren Händen sein, doch ich bleibe ein nörgelnder alter Mann. Und Basim, wenn du dich mal etwas diebisch fühlst, komm ich besuchen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Für die gute Sache, versteht's? Ja. Nicht für die eigene Tasche auf keinen Fall. Aber bei der Gelegenheit, wir haben ja schon ein bisschen was an Pfandleihen bekommen und Spenden. Du sagtest, du bräuchtest Hilfe, Darwish. Nein! Den Aufstand aufrechtzuerhalten. Nein, das wollte ich nicht. Nein! Richtig. Mit Geld lässt sich da viel erreichen. Aber ohne die richtigen Mittel lässt sich schlecht an Geld kommen. Sieh mal. Es heißt, dass unsere feinen Bürger seltene und einzigartige Gegenstände mit sich herumtragen. Erleichtere sie von dieser Bürde, Basimund, werde belohnt. Ja, wollte ich doch gerade. Ich wollte es dir gerade geben. Ah, aha, so, Waren ansehen. Jetzt können wir kaufen, verkaufen, Verkleidung. Achso, Händler. Händler verkaufen alles Mögliche, auch Verbrauchs- und kosmetische Gegenstände. Sie sind die Hauptmöglichkeit, deinen Vorrat an Hilfsmitteln und Elixieren aufzufüllen. Schnell auffüllen. Über die Schnell-Auffüllen-Taste kannst du deine Hilfsmittel und Elixiere sofort auffüllen. Plunder verkaufen. Händler werden Interesse an einigen Gegenständen haben, die du auf deiner Reise findest. Du kannst ihnen das Gefundene über die entsprechende Option verkaufen. Ja, Ausrüstung kann nicht schaden. Wo ist denn das, was ich dir verkaufen kann? Ein guter Handwerker braucht gutes Werkzeug. Das gilt auch hier. Für dich, nehme ich an. Pass auf, Jade-Medaillon. So, die können wir... Bin ich im Besitz hier? Hier. Nein! So wollte ich das gar nicht haben. Ich habe gedacht, mit allen Plunder, das wäre dann alles von dem, was ich jetzt da angeklickt habe. Hast du sicher viele solcher Spielzeuge? 500 Händlerverkleidung aus dem Fernen Osten. Talisman, Löwenkopf-Talisman. Dieser mit Granat versehene Talisman stellt den legendären Rustam dar. Eine Heldengestalt der persischen Mythologie. Seine Taten sind im Buch der Könige niedergeschrieben. Juwelenbesetzter Talisman. Dieser funkelnde Gold-Talisman ist mit Edelstein übersät und kündet stolz vom Reichtum seines Besitzers. Skarabäen-Talisman. Dieser Talisman hat die Form eines Skarabäus. Dieser ist ein bekannter Bestandteil der Ikonographie Ägyptens, des Ursprungslandes der Verborgenen. Ja, gut, der weise Mann pflegt seine Ausrüstung. Sag mal, die Verkleidung wäre jetzt interessant. Und wenn ich jetzt im Besitz... ich habe 50 Leder, 96 Stahlbarren und 10 Bauteile. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich mein Schwert oder irgendwas aufbessern würde. Lass dich nicht unterkriegen. Ob das reichen würde. Möge Allah uns wieder zusammenführen, Basim. Aber das sehen wir ja dann. So, Händleruniform. Wir sind ja dezent unterwegs. Inventar. So, Verkleidung. Also ich muss schon sagen, ich sehe sehr, sehr viel reicher aus. Ich sehe auf jeden Fall aus, als ob Frauen mich interessant und attraktiv finden werden. Oh, wie sehen wir denn aus?
Ui. Sieht aber schon elegant aus, oder? Das ist eine Händlerverkleidung. Sieht aus wie ein Sultan. So, wo wollen wir denn hin? Nahen Fall anzeigen. Bringe die Gegenstände in Davis Laden. Also wir könnten jetzt eine kleine Mission für Davis machen. Oder wir finden heraus, wo Ali sich befindet. Ich würde gerne mal so eine kleine Nebenquest machen. Gesammelte Artefakte. Das heißt, wir klauen jetzt einmal für Davis. Sind denn wahrscheinlich die... Ah, da hinten, ne? Jeweils die Händchen, die ich zu klauen habe. Jesus, ist das ein schmaler Grat. Alter Schwede, ey. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Doch, 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 doch. Hast du vergessen. Ja, ist ärgerlich, ne? Passiert mir auch andauernd. Alter Schwede, das ist aber ein extrem schmaler Grat. Ich wollte gerade sagen, bei mir ist das so extrem flüssig, das Spiel. Ich dachte eben gerade, die Aufnahme ist nicht so schön. So. Wo haben wir denn den nächsten? 12 Meter. Was siehst du? So, hilf mir mal, mein Freund. Kann ich die so sehen? Okay, da ist nur Davis. Bringe die Gegenstände in den Laden. Okay, ein Rätsel. Aber wo sind die anderen Artefakte? Ich soll doch 3 Stück soll ich sammeln? Jetzt wird mir hier auf Anhieb gar keiner mehr angezeigt, ne? Oh. Ja, das nehmen wir doch mit. 3 Bauteile. Oder muss ich die mal einzeln da wie springen? Das wäre doch Quatsch, oder? Ja, wir können ja mal reingucken. Wir sind ja gerade hier. Hallo. Da ist er, der junge Löwe. Okay, scheinbar nicht. Sadiki. Pass auf dich auf, Basim. Gesammelte Artefakte 3. Oder ist das jetzt wirklich hier die Kiste und das Rätsel? Wir können ja mal hingucken. Was haben wir zu verlieren, ne? So, die Kiste muss hier vorne sein. Noch 40 Meter in die Richtung. Jawohl. Ich schätze, ich darf hier nicht durch. Und hier ist die Kiste, ja? Okay. Entschuldigung. Da waren ja welche auf dem Dach. Okay, also ich gehe davon aus, ich muss diese Kiste noch holen. So.
Okay, wenn die mir jetzt nachgekommen wären, wäre natürlich schön gewesen, dann wäre er frei. Aber da muss ich nochmal ausspähen hier. Weise mir den Weg. So, mein Freund. Zeig mir doch einmal, wo haben wir denn hier Soldaten? So, auf jeden Fall hier vorne. Hier ist keiner weiter auf dem Dach. Oh. Na. War hier nicht eine? Achso, das ist eine Puppe. So, hier hatten wir eigentlich zwei. Einer ist jetzt hier unten. Okay. Dann gehen wir mal von dem Dach dort drüben rüber. Oder hier über die Schnur könnten wir auch. Oh oh. Okay, das war jetzt knapp. So, der von unten kommt jetzt auch nicht wieder hoch, oder? Der bleibt schön unten, ne? Oh, einmal die Truhe. Oh, Wurfmesser. Nett. Okay, festgestellt haben wir, Wurfmesser sind gar nicht mal so geil. Kann man hier diesen Feuerkorb auf ihn fallen lassen? Nee. Können auch nicht das Tuch fallen lassen. Schade. Okay. So, wir können noch mal hier einen runtergehen. Da müssen wir uns mal nach und nach hier vorkämpfen. Wir könnten hier durch die Tür. Hilfsmittel voll. Tür verriegelt. Mit einem Schlüssel? Okay, ihr auf jeden Fall nicht. Nee. Okay, keiner einen Schlüssel. Wie kriegen wir den denn am besten weg da? Gerade den dicken hier. Hat das einer mitgekriegt? Nee, ne? Gut, nichts passiert. Nein. Ist nichts passiert. Oh, er kommt aber gucken. Moment. Ja. Misstrauisch war er einen kurzen Moment, aber dann hat er mir den Rücken zugekehrt. Aber keine gute Idee. So, jetzt weiß ich nicht, ob die vorne mich sehen würden. Okay. Sein Interesse haben wir geweckt. Oh. Hätte der mich jetzt fast gesehen? Was ist passiert? Ich werde dich zertreten. Hey! Augenblick! Oh, den haben wir auch noch. So, jetzt noch zwei. Einer ist oben, einer ist unten. Die Tür geht nicht auf. Sonst haben wir hier unten auch nichts weiter zu plündern, ne? Oh, doch. Oh, ja. Warte mal, einmal könnten wir jetzt, wenn wir eh schon hier sind,
die Bären naschen. Hier können wir nichts einstecken. Hier auch nicht. Okay. So, und der Rest ist drinne. Nein. Hier haben wir noch ein bisschen Essen. So, damit sind wir auch wieder full life. So. Flamingo-Feder und Faunfeder. Ich wollte vorhin tatsächlich gar nicht alles verkaufen, weil ich bin der Meinung, wir brauchen die Federn eigentlich noch. Das war mehr oder weniger ein Versehen. Ich wollte eigentlich nur diesen Stack verkaufen. Jetzt guckt er die ganze Zeit hierher. Es wäre schon schön, wenn er sich mal eine andere Ecke angucken würde. So aus dem Fenster? Nee. Das sieht er einfach. Vielleicht kriegen wir den ja nach unten gelockt. Was? Du warst doch schon hier unten. Hä, wo ist er hin? Nach oben? Hä, wie hat er das gemacht? Hier ist verriegelt. Von der Innenseite wohl bemerkt. Okay. Vermerkt zu den Waffen. Omar, mein Freund. Wie es aussieht, entsprechen die neuen Klingen nicht den Anforderungen. Ich glaube nicht, dass sie für die Elitewachen des Kalifen geeignet sind. Wir müssen dieses Versagen schnellstmöglich wiedergutmachen. Um unser beider Willen. Grüße, Fadi. Ja, da hat der Fadi uns eine... Oh Gott, deswegen habe ich mich erschrocken. Da hat der Fadi uns eine Nachricht hinterlassen, ne? Okay, er bleibt scheinbar oben, er bleibt unten. Das Artefakt haben wir. Okay, noch eine Flamingo-Feder. So, er schaut auf jeden Fall nicht in unsere Richtung. Dann würde ich sagen, wir gehen nicht über den Zaun. Wir nehmen die reguläre Tür nach draußen. So. Unauffällig. Oh, Entschuldigung, mein Freund. Es tut mir wirklich sehr leid. Tut mir leid. Oh mein Gott. Upsala. Was? Nein, bin ich nicht. Ich habe nichts geklaut. Ich wollte, aber es hat ja nicht funktioniert. Beschuldigt er mich als Dieb? Jawohl, Sir. So, aber das hat nicht als Artefakt gezählt. Wir hätten jetzt noch das markierte Rätsel. Das würde ich dann aber gar nicht machen wollen. Woher weiß ich denn, welche Artefakte der gute Mann noch haben will? So. Das war ja hier, ne? Ungefähr. Ich mach das erstmal weg.
Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal hier weiter vorwärts. Wache von Bab Khorasan. Weil es werden ja jetzt auch nicht keine weiteren Artefakte angezeigt, ne? Würde ich sagen, wir gehen erstmal hier weiter. Ich habe jetzt da nichts weiter sehen können, dass mir da irgendwie oben so ein Blümchen angezeigt wird. 600 Meter. So. Aufwärts. Geh doch. Ach, das war so wert. So, wie kann ich denn eigentlich mein Pferd rufen? Wissen wir nicht, ne? Ja, ich habe ja ein Kamel. Ich habe ja nicht mein Pferd. Habe ich gerade was rausgezogen? Ach so, ich habe jetzt hier nur den Slot gewechselt. Kann jetzt aber mein Pferd nicht weiter. Nee. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das Pferd Kamel, das Kamel rufen. Der Weg ist ja doch ein bisschen weit, ne? 600. Obwohl, die können wir eigentlich, können wir die auch zu Fuß gehen. So, das machen wir aber beim nächsten Mal. Schalt gerne wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao.